In unserer westlichen Gesellschaft und in den meisten östlichen wird seit Jahrtausenden hartnäckig gelehrt, dass der Weg des geringsten Widerstandes der Weg der Versager und Weicheier sei. Und dass eben genau dieser Weg in die Hölle führe. Dass alles im Leben stromaufwärts läge und dass nur die Harten in den Garten kämen. Du musst handeln. Jetzt und sofort. Tu dies jetzt. Wo man mit dem Harten überall hineinkommt, dies überlasse ich deiner Fantasie. Aber dass nur harte Arbeit und im Schweiße deines Angesichts und am besten auch völlig spaßbefreit in den Himmel führt, dies möchte ich hier ausdrücklich in Frage stellen, denn das viel zitierte Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, sagt eher das komplette Gegenteil. Auch heißt es im Volksmund oder eher in dem unserer Eltern, der Lehrer, der Wirtschaftsbosse, der Politiker und natürlich der Motivationstrainer, dass es immer nur darum ginge, Disziplin und Willenskraft zu entwickeln, Ausdauer und Hartnäckigkeit an den Tag zu legen und mit eisernem Willen und dem Kopf durch die Wand zum Ziel zu gelangen, koste es, was es wolle. Und was dich das alles kostet. Gesundheit, Lebensfreude, Familie und Freunde, Peace of Mind, Freizeit und vor allem Erfolg. Ja, das hast du richtig gehört. Nochmal, diese Einstellung kostet dich vor allen Dingen deinen Erfolg. Vom Schaden an deinem Selbstwertgefühl wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Denn was ist Erfolg? Wahrer Erfolg ist nicht die Anhäufung von materiellen oder finanziellen Gütern, auch nicht des Erringens hoher Positionen, Ruhm, eines guten Rufes oder sogar des Gewinnen einer Trophäenfrau an deiner Seite. Nichts davon hat mit Erfolg auch nur das Geringste zu tun. Wenn es so wäre, dann hätten alle die Leute, die schon alles erreicht haben, ja auch die wenigsten Probleme im Leben. Wären nicht dauernd in Scheidungen oder in Gerichtsprozesse verwickelt, in Skandale oder Drogengeschichten, wären nicht weit überdurchschnittlich häufig in Reha-Kliniken oder begängen nicht so oft Selbstmord. Du weißt, wovon ich rede. Du kannst es jeden Tag in der Klatschpresse lesen. Promis, sogar A-Promis, Schauspieler, Rockstars, Musiker, Sportstars, erfolgreiche Manager und Geschäftsleute. Schau sie dir an. Wahrer Erfolg ist, wie Abraham Maslow schon vor Jahrzehnten feststellte, die sogenannte Self-Actualization. Zu Deutsch oft fälschlich mit dem so verpönten 70er-Jahre-Horrorwort Selbstverwirklichung übersetzt. Was es nicht ist. Aber gut. In mancher Hinsicht ist es das schon, klar. Das ist die Verwirklichung des besten Selbst, was du nur möglicherweise sein kannst. Und dies bedeutet ganz einfach dasselbe wie wirklich gelebte Spiritualität. Das Leben auf dem höchstmöglichen Niveau zu führen, unsere wahre Berufung zu finden und auszuüben, unter Ausnutzung aller unserer Talente und Leidenschaften, dabei gleichzeitig den größtmöglichen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und dabei auch noch das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Punkt. Aus. Ende. Das ist Erfolg und nichts anderes.